Möglicherweise sind Sie im bisherigen Begriffsrepertoire auch der einen oder anderen individuellen Wissenslücke bei Ihnen selbst begegnet. Falls ja, können Sie diesen Lücken jetzt mit einem operativen Instrumentarium begegnen. Aber wozu eigentlich? Erinnern Sie sich noch daran? Sie alle kennen bestimmt den Leitspruch, dass Wirtschaft meist etwas mit exponentiellem Wachstum zu tun hat. Im nächsten Video werden Sie sehen, dass sich dieser ja durchaus ambivalente Slogan nahezu eins zu eins auf den Bereich des technologiebasierten Wissensmanagements übertragen lässt. Allerdings nur, sofern Sie mit mir darin übereinstimmen, dass sich die Mengen an Daten und Informationen stetig vergrößern. Welche Strategien können wir also sinnvoll anwenden, wenn es um einen wettbewerbsfähigen und innovativen Gebrauch von Daten und Informationsmengen geht? Ich kann Ihnen jetzt schon verraten, dass es ein strategisches Werkzeug gibt, bei dessen Anwendung Sie quasi zur Staffelläuferin werden und sich erneut in einem Tandem mit Maschinen wiederfinden werden. Dieser gemeinsame Staffellauf von Mensch und Maschinen, der könnte eine Verringerung von Fehlerquoten in den unterschiedlichen Lebens- als auch Arbeitsbereichen zur Folge haben. Herzlich willkommen, liebe Teilnehmenden am MOOC Digitales Leben zur Einheit Wissensmanagement im digitalen Wandel und genau darum, um diese Verknüpfung zwischen Wissensmanagement und den digitalen Wandel geht es in diesem kleinen Snippet hier. Eric Schmidt hat als CEO von Google gesagt, alle zwei Tage erstellen wir so viele Daten wie vom Beginn der Zivilisation bis 2003. Das hat er schon vor einigen Jahren gesagt. Und es beschreibt schon ein Stück weit den enormen, auch exponentiellen Wandel, den wir hier in der Produktion von Daten, vielleicht auch Information, von Menschen verstandene Daten, geschaffen haben. Und was bedeutet denn dieser digitale Wandel eigentlich für den Umgang mit Wissen in Organisationen? Welche Unterschiede hat das? Da gibt es wiederum ein Modell, das mein Kollege Ernesto Damiani, ich dem zuschreibe, von der Amnesie der Organisation, wo er sagt, es gibt eigentlich dieses exponentielle Wachstum von beobachtbaren Umgebungsdaten, die generiert werden, und das nicht exponentielle, sondern eher das degressive Ansteigen von den Algorithmen, auch von den menschlichen Fähigkeiten, mit diesen Daten umzugehen. Und wenn Sie manchmal das Gefühl haben, die Informationsflut schwappt beinahe über Sie, dieses Gefühl beschreibt dieses Modell sehr gut. Einerseits die Kurve sozusagen des beobachtbaren Umfelds wird immer größer, ja, bei YouTube kommen immer mehr Videos, was auch immer Sie anschauen, steigt irgendwie exponentiell an, hat man den Eindruck im Moment. Das wird natürlich nicht immer so weitergehen, aber es geht schon eine ganze Zeit lang eigentlich. Und auf der anderen Seite dieses schon Wachstum dessen, wie wir damit umgehen können, aber das ist eben nicht so exponentiell, wie wir uns das wünschen würden. Und dazwischen klafft sozusagen eine Lücke auseinander. Und um diese Lücke ein Stück weit adressieren zu können, haben mein Kollege Klaus Nord und ich, aufbauend auf seinem Modell der Wissenstreppe, ein Modell der Wissenstreppe 4.0 nach dem Industrie 4.0 Schlagwort geschaffen und haben uns überlegt, wie wir auf den Stufen der Wissenstreppe von Symbolen, Daten, Information, Wissen, wieder ein Stichwort zu einem vorhergehenden Kurseinheit, diese Einheit Wissensmanagement im digitalen Wandel zum Thema Wissen, also aufbauend auf Symbole, Daten, Information, Wissen, das Handeln, die Kompetenz, das Können und die Wettbewerbsfähigkeit hier auf den Stufen dazukommen. Und wir haben uns eigentlich eine ganze Reihe von Facetten überlegt, die jetzt auf diesen Stufen im digitalen Wandel hinzukommen in den Dimensionen Mensch und Organisation, also welche neuen Handlungsfelder, welche neuen Kompetenzschaffungsmöglichkeiten haben die Menschen eigentlich, und auf der anderen Seite auch die Dimension Technologie, welche IT-bezogenen Veränderungen kommen auf Organisationen und Unternehmen zu, können diese anwenden, um jetzt hier ihre Wettbewerbsfähigkeit in so einem digitalen Wandel dauerhaft zu steigern. Und in dem Zusammenhang kann man schon sagen, dass die Maschine, mit der wir hier arbeiten, sehr groß ist. Und weil wir uns ja das Digitale, das Virtuelle recht schlecht vorstellen können, wird manchmal auch die Metapher einer Extraktionsmaschine der Braunkohleindustrie herangezogen, wo man als Mensch sehr klein ist, der Reifen dieser Maschinen ist schon 4 Meter hoch teilweise, also eine riesige Maschine, die hier extrahiert,
Ja? Transformiert das rohe Material in etwas und der Mensch überwacht dieses Ganze. Und wie Menschen und Maschinen zusammenarbeiten in der Überwachung einer so großen Maschine, das ist eigentlich so die große Herausforderung, die sich im digitalen Wandel an das Wissensmanagement ergibt. Und da wiederum kann ich den Kollegen Davenport und Kirby zitieren, die sich Gedanken gemacht haben, welche Strategien können denn eigentlich Menschen anwenden, wenn es tatsächlich der Fall ist, dass es ein gewisses Wettrennen gäbe, ja, zwischen Menschen und Maschinen in Bezug darauf, welche Tätigkeiten Maschinen vielleicht besser, jedenfalls aber billiger oder schneller machen können als Menschen. Das war in der ersten Ära, waren das ja die schmutzigen und gefährlichen Aufgaben, die Maschinen übernommen haben. In der zweiten Ära die langweiligen Aufgaben, die repetitiven, immer wiederkehrenden Aufgaben. Und in der dritten Phase geht es jetzt auch darum, dass Entscheidungen zunehmend von Maschinen auch übernommen werden. Und da hat er eigentlich 5 Strategien hier geschaffen, mit denen Menschen reagieren können auf diese stärker werdenden Maschinen, indem sie sich auf das Wettrennen erst gar nicht einlassen, sondern in einen Staffellauf gehen, in einen Tandem gehen. Und diese Tandems sind in der Tat als überlegen gefunden worden, zum Beispiel in einem Experiment zum Thema der Diagnose von Brustkrebs, wo die besten Mediziner, glaube ich, eine Fehlerquote von 3,5% bei der Diagnose gehabt haben, die fähigsten KI-Systeme, also Systeme der künstlichen Intelligenz, 7,5%, und in der Kooperation von Mensch und Maschine waren die Fehlerquoten 0,5%. Das ist eine Studie der US-Regierung, die hier zitiert wird. Man kann sagen, dass es auf dem Weg jetzt hin zu immer stärker werdenden Maschinen eine ganze Reihe von Gelegenheiten gibt, in denen Menschen tolle eigentlich Wachstumschancen haben, Innovationsgelegenheiten haben im Umgang mit Wissen. Und wenn man das Ganze auf den Arbeitsplatz heruntertransformiert, also was tatsächlich an den Arbeitsplätzen passieren soll, dann haben wir in einem EU-Projekt zusammen mit Partnern, dem Learning Layers Projekt, im Vergleich zu jenem von der letzten Einheit, wo es um das Modell der Wissensreifung ging, was wir im Projekt Mature entwickelt haben, geht es jetzt hier darum, dass wir diese Wissensreifung als ein Modell, wie Wissen in Unternehmen entstehen und diffundieren kann. Das Scaffolding ist der zweite Prozessart, wo man dadurch, dass man sozusagen ein Gerüst baut, in dem sich neues Wissen anreichern kann, indem man zum Beispiel Schablonen, Muster, Standards oder auch Beispiele, Best Practices, also beste Praktiken herbeiführt und den Menschen zur Verfügung stellt und auf deren Basis Menschenwissen am Arbeitsplatz entwickeln und einsetzen können. Und das dritte Modell wäre die Aneignung, die Appropriierung von Wissen, wo man dadurch, dass man sich wirklich darauf konzentriert, nicht nur wie jetzt neues Wissen an die Mitarbeiter herangeführt werden kann und an die MitarbeiterInnen, sondern wie dieses Wissen tatsächlich im Verhalten, in den Angeboten, in der Arbeitsweise am Arbeitsplatz tatsächlich umgesetzt wird, ne? Und auch validiert wird. Also ganz großer Fokus geht auch darum, ist es denn hilfreich eigentlich? Ne? Und wie werden wir Wissen wieder los, das nicht hilfreich ist, zum Beispiel. Das wäre hier dieses Dreigestirn, Reifung, Gerüst bauen, Scaffolding und die Aneignung. Maturation, Scaffolding und Appropriation heißt das Modell auch, wurde auch publiziert. Und man kann jetzt bei diesem Lernen, das hier am Arbeitsplatz passieren soll, kann man eigentlich im Prinzip 3 wesentliche Facetten erkennen. Das eine ist sozusagen diese verschiedenen Modelle mit, dass wir schauen, in welchem Reifegrad befindet sich das Wissen heute, welche beste Praktiken kann ich denn woanders wo übernehmen, können mir helfen beim eigenen Wissensaufbau und was muss ich tun, damit ich mein Wissen validiere in meiner Anwendung. Das ist ja alles bisher, was ich erzählt habe, so stark selbst organisiert und selbst gesteuert. Und dazu kommt aber eigentlich jetzt noch, dass die Wissensaneignung und das Lernen nicht mehr so stark vermittlungsorientiert und Lehrendenzentriert erfolgt, sondern sehr stark lernendenorientiert. Ja, so wie Sie sich jetzt auch hier diesen MOOC ausgesucht haben und genau diese Einheit und sagen, die will ich mir jetzt anschauen und ich schaue sie mir auch nur ganz genau so lange an, wie ich das möchte oder blätter auch mal zurück ein Stück weit in diesem Kurs oder versuche nebenbei nochmal auch Dinge nachzuschlagen, die hier erwähnt worden sind, also ganz stark lernendenzentriert,
Haben Sie sich vielleicht oder tauschen Sie sich auch mit anderen aus, die diesen MOOC bereits durchführen oder durchgeführt haben? Oder haben da auch eine Lerngemeinde oder auch eine Community, in der Sie Ihre Erfahrungen teilen? Da gibt es auch eine ganze Reihe von IT-Werkzeugen dazu, eigentlich die helfen, dass man seine Lernerfahrungen mit anderen Menschen teilt und sie mitnimmt dabei. Also das waren jetzt drei Bereiche, das lernendenzentrierte Lernen und Vermitteln, das selbstorganisierte und das soziale, das eingebettete Lernen. Wie man tatsächlich in diesem digitalen Wandel besser umgehen kann. Na, und wie kommen jetzt diese drei Dinge zusammen, die ich jetzt erzählt habe? Die Wissenstreppe, dieses Dreigestirnmodell und das Lernen am Arbeitsplatz und der Umgang mit der Automation. Indem wir einfach uns überlegen, wie können wir Umfeldbedingungen so gestalten, dass das Lernen der einzelnen MitarbeiterInnen in ihren sozialen Kontexten, die verschiedenhaft sind und mehrfach auch sich überlagern, am besten gelingen kann. Das heißt, Systeme sollten sich nicht so sehr an einzelne Menschen orientieren, sondern an die Menschen in ihrem Kontext, in ihrem organisationalen, in dem Fall, Kontext.